Liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Stardew Valley. Wir haben in der letzten Folge hier mal Kaffee gekocht, beziehungsweise eingelegt, und das geht da echt schnell. Ja, Edelwicke, hier, bitte. Danke dir, das sieht speziell aus. Okay. Ich muss heute in die Stadt, arbeite nicht zu hart und ist gut zu Mittag. Machen wir. Ja, dann kochen wir mal weiter Kaffee, würde ich sagen. Der Kaffee, den mag Harvey ja ganz gerne. Oh, da wird Stein. Zack, nehmen wir mit. Und dann können wir vielleicht Harvey nachher nochmal beschenken. So, bitteschön. Kaffee wird vorbereitet. Ja, ich hoffe nicht, dass... ich weiß gar nicht, was wir da angebaut hatten. Dann wäre leider den Dünger vergessen. Waren doch ein paar viele Felder hier auf einmal. Ja, hoffentlich ist das keine wiederkehrende Pflanze. Weil dann haben wir nochmal die Möglichkeit, das zu ändern. Sind nur noch mit dem Pferd unterwegs. Ist aber auch einfach schneller. So, wie sieht es hier aus? Wächst alles hier, Sternfrucht vor allen Dingen. Da müssen wir noch mal gucken, dass wir dann auf jeden Fall Fässer aufstellen. Sowieso immer große Ziegenmilch, ne, kleine, normale. Gucken wir mal. Gut, dann können wir die verarbeiten. Ja, eigentlich bräuchten wir ja auch noch weitere Dinger, um Käse zu machen. Es lohnt sich ja. So, jetzt geht's wieder los hier. Tiere suchen. Das ist noch eine Ente. Oh, haben wir schon? Tick. Siehst du wohl, die wir uns fast entwischt. So, da haben wir die nächste Hasenpfote. Yay. Okay, du bist scheinbar wieder reingegangen. Und hier haben wir ein Schattenei. Das ist ja mal cool. Ohne dass wir es kaufen müssen. Ja, freut mich. So, Feder kommt hier rein. Hasenpfote bringen wir dann mal in die Stadt zu dem LKW da neben den Julia-Markt. So, wie sieht es hier aus? Okay, war zum Glück nicht das Schattenei. Wenn wir ein Ei jetzt hier reinpacken würden, so ein Schattenei, dann kriegen wir Schattenmayonnaise. Ja, wir müssen diesen Stall hier auf jeden Fall dann verbessern. So, ein Ei haben wir übrig. Okay, Essen ist da. Super. So, ich wollte hier eh nochmal aufräumen.
okay, da haben wir nochmal einen Regenwurm. So, zurück zu unserem Pferd. Ich glaube nicht, dass der hier noch wächst. Inventar ist voll. Ich glaube es ja nicht. Ja, vielleicht sollen wir die Angel auch nochmal ablegen. Hier erstmal alles weg. Zack, zack, zack. Und vor allen Dingen haben wir wieder viel, um reinzuschmeißen und zu verkaufen. So, Mayonnaise, Ziegenkäse, große Milch, normaler Käse, Orangen. Ja, komm, verkaufen wir. Pfirsiche. Wie gesagt, Hasenfote nehmen wir mit. Und dann holen wir uns nochmal den Lehm von unten. Da ist er. So, es ist Mittwoch. Was können wir denn noch machen? Achso, die Hasenpfote wollten wir auf jeden Fall mal vorbeibringen. Und wir bräuchten so 20.000 Gold, um den Hühnerstall nochmal zu verbessern. Allerhand Blumen. Wart mal kurz. Ich hab da was. Ach du meine Güte, bist du sicher? Ah, magst du wohl nicht so. So. Da, dein Kaffee. Das ist für mich. Das mag ich am allerliebsten. Kannst du etwa Gedanken lesen? Ich würde dich gerne ein wenig besser kennenlernen, Thomas. Lass uns diese Arzt-Patienten-Beziehung beiseite legen. Aber nur weil du es bist. Hi Thomas, wie geht es dir heute? Ich wünsche, ich könnte deinen Hofer bei dir irgendwie einfacher machen. Was haben wir denn für ihn so? Ja, Lehm brauchen wir ihm, glaube ich, nicht schenken. Also, danke dir, das ist ein äußerst interessantes Exemplar. Ja, vielleicht ist das seine Art und Weise, uns zu sagen, dass er das mag. Wer weiß das schon so genau. Mittwochs Ruhetag, na klar. So, wo ist denn die Omi? Da ist sie. Ach du meine Güte, das sieht wundervoll aus. Das ist sehr lieb von dir. Genau, du bist für die öffentlichen Gärten zuständig. Das wissen wir ja auch schon. So, dauert nicht mehr lange, dann haben wir die 10 Herzen bei der voll. Ich bin mal gespannt, was wir hier für die Hasenpfote bekommen. Die ist ja auch einiges wert. Hey Kid, ich brauche etwas Glück. Warum besorgst du mir nicht eine Hasenpfote? Ich werde dich dafür fürstlich entlohnen. Ja, bitteschön. Aha. Du hast das besondere Amulett erhalten. Du spürst eine Glücksaura um dich herum. Dein Glück wird dauerhaft erhöht. Aha. So, so. Das haben wir also auch erledigt. So, mal gucken, ob Jess hier die Blume mag. Ich liebe Geschenke, danke dir. Vincent, Met, richtig furchtbar. Okay, ja, hat er mir so gesagt. Ich will nach Käfern suchen, aber Mama wird böse, wenn ich mich schmutzig mache. Was soll ich denn tun? Na, mein Schatz. So, und los geht's. Ab zum Strand. Ja, wir müssen unsere andere Angel nochmal ablegen. Das sollten wir auch nicht vergessen. Hier haben wir noch 6 Edelwicken. Die können wir auch noch verteilen an die Dorfbewohner. Nichts mehr. Guti.
würde nochmal hochreiten zum See. Robin auf jeden Fall nochmal eine Blume geben. Ich weiß halt nicht, was wir Linus schenken sollen. Na, ein Siegel. Gute Frage. Ah, oh, der ist noch da. Bitteschön. Achso, haben wir schon zwei Geschenke gemacht, dann sprechen wir nur mit ihr. Oh, Thomas. Ich war ganz in Gedanken versunken über ein paar Schreinereiprojekte. Bei dir läuft alles okay. Ja, wie steht es um das Balkenwerk deiner Hütte? Alles gut soweit. Okay, Haus verbessern 50.000. Müssen wir ein bisschen sparen. Mal gucken, was es hier so gibt. Holzhackmaschine, Mini-Kühlschrank und so weiter und so fort. Stammesfeuerschale können wir mal kaufen. Ja. Da ist Linus. Meint ihr, er freut sich über einen Seeigel? Ich weiß ja nicht. Okay, wir haben ihm eh schon zwei Geschenke gemacht. Ah, der Sommer, die warme Sonne wärmt diese Dosen für mich auf. Am Abend kann ich mich dann auf eine warme Mahlzeit freuen. Vielleicht mag Mario ja Seeigel. Mit der versuche ich immer so komische, exotische Sachen. Igitt. Okay. Genießt du die Jahreszeit? Dieses Jahr ist es so warm. Ja, dann gucken wir nochmal hinten im Steinbruch vorbei. Was da so los ist. Ja, nichts Besonderes hier. Ja, eigentlich würde ich ganz gerne schon mal ein paar Fässer herstellen, wenn ich ehrlich bin. Das machen wir mal. Wir gehen jetzt mal nach Hause und stellen ein paar Fässer her und die stellen wir dann einfach in unser Gewächshaus. Dort bauen wir ja schließlich auch die Sternfrüchte an. Und wenn die dort schon direkt sind, können wir auch von dort aus die direkt in die Fässer packen, damit wir dann ordentlich Geld bekommen für die Weinflaschen aus Sternenfrüchten. So ist der Plan. So, den will ich hier nicht haben. So, wir gucken nochmal. Kupfer und Eisen. Und Eichenharz. Da haben wir auch einiges von, zum Glück. Und halt eine ganze Menge Holz brauchen wir. Aber da haben wir auch genug von. Ja, 20 Fässer. Ja, Leute, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall mal wieder neue Barren herstellen. Ich sehe gerade, von denen haben wir gar keine mehr. Ja, das kann dann auch nochmal rein. Golderz. So, bisher sind wir auch mit zwei Öfen eigentlich ausgekommen. Macht jetzt keinen Sinn, unbedingt da mehr zu bauen. Klar, dann haben wir das schneller, aber brauchen wir das unbedingt? Das wird eine gewaltige Produktionsstätte hier. Und damit das Ganze hier nicht jetzt umsonst steht, lass uns doch einfach schon mal ein paar Früchte holen. Beziehungsweise Weintrauben oder sowas. Und die verarbeiten. Da haben wir ja auch schon eine ganze Menge. Nehmen wir die ruhig mal mit. Ach, guck mal, die sind sogar noch besser hier.
Dann fangen wir schon mal an, dort was zu produzieren. Nein, nicht essen. Ja, mal gut, dass wir so gut vorgesorgt haben, was auch die Erze und sowas angeht. Wir haben auf jeden Fall noch genug Erz, damit wir dann nicht wieder auf Null laufen. Haben hier und da immer mal in den Minen verbracht. Ja, dann legen wir die Gewürzbeere erstmal hier rein. Das Schattenei lassen wir auch erstmal. Das können wir nochmal mit reinschmeißen. So, bevor wir jetzt schlafen gehen, machen wir nochmal zwei neue. So, Kaffee ist auch wieder fertig. Gleich für den nächsten Morgen schon mal mitnehmen. Über Nacht sind die dann auch wieder fertig. So, wir sprechen nochmal mit Penny. Guten Abend, mein Tag war in Ordnung. Danke, und wie war deiner? Gut. Gut. Cool, Diamant ist auch fertig. Da können wir nochmal auffüllen hier auf 5. So. Und wir gehen schlafen. So, Hofarbeit. Sehr schön. Bisschen Geld haben wir gemacht, aber die richtige Summe fehlt hier noch. Wir wollen mehr. Danke dir, das sieht speziell aus. Ich bin heute früh aufgestanden und habe die Pflanzen für dich gegossen. Dankeschön. Wenn ich mehr über Hofarbeit Bescheid wüsste, würde ich dir mehr helfen. Entschuldige. Du hast schon genug getan. Ich werde da nicht denken. Dankeschön. Oh, da unten ist auch nochmal Kaffee wieder fertig. Sehr gut. Können wir hier erstmal wieder reinlegen. Ja, jetzt haben wir die Angel schon wieder vergessen abzulegen. Die schleppen wir wieder mit. Und ich wollte ja eh hier nochmal reingucken. Da haben wir so ein paar Sachen hier. Macht deinen Fang sicherer und bringt die Fischleiste dazu, sich an den Fisch zu heften. Funktioniert am besten bei langsamen, schwachen und Fischen. Erhöht die Chance, bei Fischen Schätze zu finden. Allerdings mögen Fische den Geschmack nicht besonders. Und ein verkleideter Dreher, nehmen wir den einfach mal. Und ich hatte mich auch noch mal schlau gelesen. Wir haben doch hier mal eine Schatzkiste gefunden. Die können wir auf jeden Fall auch verkaufen. Die brauchen wir nicht unbedingt. So, und hier haben wir jetzt diesen Fischdreher auch dran. Und die Schatzkiste bringt nämlich 5000 Gold. Warum soll die da rumliegen, wenn wir es auch in Bares haben können? Ja gut, dann lass uns mal losreiten und hier den Rest machen. Auf dem Hof. Ist auch noch alles Paletti. Paletti in Konfetti. So, der muss auch nicht unbedingt da sein. Na, zumindest eine Ziege hat hier was. Und die restliche Milch verarbeiten wir wieder.
Ich finde es halt schade, dass wir manchmal die Milch auch so verkaufen, wenn wir da genügend Verarbeitungsmöglichkeiten hätten, dann wäre das nicht so wild. Ein Ei, super. So, Essen haben sie, weil sie draußen essen. Und hier unten nochmal um. Sieht auch alles gut aus. Na, was ist nun? Okay, kurzer Freeze. So, wir müssen uns auch angewöhnen, hier unten an unseren Baumgarten vorbeizuschauen. Lassen wir nachher hier die Früchte liegen, das muss ja auch nicht sein. So, Inventar ist ziemlich voll. Würde ich mal ganz kurz entleeren. So, hier verkaufen wir wieder einiges. Okay, Rest behalten wir. Okay, Penny bleibt zu Hause. Hier haben wir nochmal eine Edelwicke. Jetzt mal gucken, wen wir noch beschenken können. Evelyn auf jeden Fall. Vielleicht kriegen wir heute sogar die 10 Herzen voll. Ach, wir haben ganz vergessen, nach dem Fisch zu gucken. Ja, gut. Quest ist sowieso Geschichte. Nee, das wollen wir nicht. Was haben wir denn für sie hier vielleicht? Kaffee könnte sie vielleicht auch mögen. Okay, haben wir schon 2 Geschenke gemacht. Hat sich das auch erledigt? Oh, was ist denn hier los? Harvey als einziger Mann hierbei. So, damit ist unsere Aerobic-Klasse beendet. Schwitzt ihr ordentlich? Ja. Nanu. Thomas, du hast mir zugeschaut. Wie peinlich. Ich wollte es eigentlich geheim halten, besonders vor dir. Warum? Ich möchte nur gesund bleiben. Mit dem Alter erfordert das immer mehr Arbeit. Ich bin auch nicht wirklich gut in Form. Ich kann kaum mithalten. Hör zu, sag niemandem in der Stadt, dass ich Aerobic mache, okay? Ich sag es niemandem, keine Sorge. Danke, Thomas. Ich weiß das zu schätzen. Sommersaat verfügbar. Ja, da brauchen wir, glaube ich, gerade nichts kaufen. Ach, guck mal, Lachsbeeren. Achso, 2 für 60. Nö, hier verkaufen wir nichts. Dem können wir auch nochmal Kaffee geben hier.
Danke, ich mag das, Sebastian. Ich will definitiv nicht schwimmen gehen, falls du das fragen willst. Oh, du wolltest vorbeischauen, um Hallo zu sagen. Tut mir leid. So, gucken wir mal, ob Evelyn zu Hause ist. Jo. Ach du meine Güte, das sieht wundervoll aus. Das ist sehr lieb von dir. Wir bekommen irgendwie immer mehr Besucher, wenn ich Kekse backe. Meine Mutter hat mir das Rezept beigebracht. Gucken wir mal. Und wir haben jetzt hier 10 Herzen. Sehr cool. So, Linus und Robin, Louis, George. Um die kümmern wir uns als nächstes. Und zwar mal gucken, was sie hier so mögen. Robin, beliebte Geschenke, auch Edelwicke. Und Brombeeren. Louis, ja, mag eigentlich vieles. Ahornsirup auch. Haben jetzt gerade keins dabei. Ja, und bei Linus müssen wir uns keine Gedanken machen. Der mag eigentlich fast alles. Aber bei denen haben wir ja schon 2 Geschenke jeweils gemacht. George wäre nochmal interessant. Die beiden haben wir schon auf voll. Elliot. Dem können wir vielleicht nochmal so eine Gewürzbeere schenken. Das ist für mich fabelhaft. Ja. Ach du meine Güte, meine Schuhe sind voller Sand. Das ist eine der Probleme, wenn man am Strand lebt. Ja, da hast du recht. So, lass uns doch mal vorbei da. Ein Baguette, cool. Können wir auch wieder verschenken. Jan ihn, ich glaube, das mochte er. Achso, haben wir schon 2 Geschenke gemacht. Hey, du siehst so aus, als würdest du diesen Sommer echt fit werden. Die ganze Hofarbeit lohnt sich endlich, was? Haley, das ist auch so eine Frage, was sie mag. Okay, auch Edelwicke. Da haben wir doch noch welche von. Für mich? Danke dir. Wenn du viel Zeit in der Sonne verbringst, werden deine Haare heller. Es ist gut, das zu wissen. So, Mani könnten wir vielleicht auch nochmal beschenken. Aber denn Mani eigentlich? Da. Auch Edelwicke. Ja, Lea brauchen wir nicht beschenken. Oh, Jess ist auch mehr so eine Sache. Aber auch Edelwicken auf jeden Fall. Cool. Machen wir. Ein Geburtstagsgeschenk, das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Ah, schön, dass sie Geburtstag hatte. Frau Penny bringt mir bei, wie man in Schreibschrift schreibt. Sie hat so eine schöne Handschrift. Ja, wir müssen uns hier so ein bisschen mal um die Dorfbewohner kümmern, nebenbei. Ist schon wieder der Kiefernteer fertig. Okay, bereits 2 Wochen 2 Geschenke gemacht. Neuer Erfolg populär. Du lebst hier schon eine ganze Weile. Wie läuft es mit dem Hof? Sich um Tiere zu kümmern ist einfach, solange du sie nicht vergisst. Ja cool, dann hat das Gespräch jetzt gerade dafür gesorgt, dass wir nochmal ein Herz mit der bekommen haben. Praktisch, praktisch. So, wen können wir denn noch beschenken? George. Können wir nochmal gucken, ob wir Lauch haben? Fehlt ja nicht mehr viel. Und da wissen wir zumindest, dass er das mag.
Wo ist denn Lauch drin? Vermutlich hier irgendwo. Haben wir tatsächlich kein helles Bier. Und normales Bier. Nehmen wir mal mit. Okay, ich glaube, das müsste auch schon wieder fertig sein. Schade, wir haben keinen Lauch mehr. Was mag George denn sonst noch so? Gebratene Pilze, also super. Vielleicht mag er ja Kaffee. Können wir ihm ja mal schenken. Da ist Pam. Zu der wollte ich. Ja, auch wenn sich das natürlich nicht gehört, aber bitteschön. Das ist ja mal wirklich was. Tausend Dank, Kindchen. Jo. Auch zu der guten Pam müssen wir unsere Beziehung mal erhöhen. Schließlich die, ja, unsere Schwiegermutter. Ach, guck mal, wir haben sogar zwei Kaffee bekommen. Oder hatten wir den anderen schon drin? Weiß ich gar nicht. So, wir gucken mal, ob er das mag. Danke. Hallo Thomas, willst du mit mir Fernsehen? Och, das ist aber nett, dass er uns jetzt einlädt, mit ihm Fernsehen zu gucken. Das kennt man sonst auch nicht von ihm. So, wen haben wir denn hier noch so? HW Vincent. Narzissen oder Weintrauben. Gas könnten wir nochmal beschenken. Kiefernteeren nicht unbedingt. Oh, vielleicht mit dem Brot? Ich weiß es nicht. Schwierig. Oh, das ist lieb, danke dir. Hey, du siehst aus, als könntest du ein Getränk vertragen. Clint ist auch nochmal so eine Sache. Keine Ahnung, was der mag. Okay. Wissen wir auch nicht. Schwierig bei dem. Weiß ich nicht, vielleicht Kiefernteer oder so. Kannst ja mal versuchen. Der dürfte doch jetzt eigentlich auch bald rauskommen. Derzeit plündern wir nochmal die Mülltonnen. Ja, der kommt leider nicht raus gerade. Gut, dann hat er Pech gehabt. Ja, zu Clint müssen wir auf jeden Fall auch nochmal gucken, was der gern hat. Ja. Dann sind wir soweit eigentlich durch für heute, würde ich sagen. Maru. Maru schon beschenkt. Hier, guck mal, Erdbeeren zum Beispiel. Oder auch Edelwicke. Komm, da haben wir doch noch welche. Das ist ein super Geschenk, danke dir. Entschuldige, ich habe nur über ein paar Geräte nachgedacht, an denen ich arbeite. Ich habe mich dazu entschlossen, irgendwann einen Roboter zu bauen. Sollte ziemlich einfach für dich sein, du solltest etwas realistischer sein, klingt nach einer Herausforderung. Ja, das wohl eher. Du hast recht, aber ich liebe eine Herausforderung. Das ist super. Ja, geh mal. Genau, mach mal Platz. Naja, ein bisschen Zeit haben wir ja eigentlich noch für heute. Wie läuft es so mit dem bäuerlichen Landleben? Ja, läuft gut. Basti. Mag Kaffee. Haben wir noch? Ich glaube, zwei Geschenke haben wir ihm auch noch nicht gegeben. Achso, aber heute haben wir ihn bereits schon beschenkt. Okay. Sorry. Ja gut. Da oben haben wir nochmal eine Weintraube.
Ja, warte mal ab, wenn wir die Sternfrucht in den Fässern gelagert haben. Dann kriegen wir richtig Asche. So, da sind wieder ein paar Barren fertig. So, wir schauen hier nochmal vorbei, schmeißen die Koralle mit rein und den Rest behalten wir alles. Gut, ich glaube, wir können schlafen gehen. Ich weiß nicht, ob der Kaffee wieder fertig ist. Deswegen würde ich hier nochmal ein paar Kaffeebohnen mitnehmen. Jo. Jo, ist wieder fertig. Guti. Dann rein damit. Wir legen uns hin, Leute. Gutes Nächtle. Ja, ein bisschen Geld haben wir wieder gemacht und hier die Schatztruhe vor allen Dingen 5000 Gold. Damit kommen wir dann auf 12.045. Alles klar, Leute, dann sind wir wieder am Ende der Folge angelangt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen in der nächsten Folge. Schaltet gerne wieder ein. Bis dahin.